Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück bei Raven's Cry, zu Raven's Cry. Das war ein ziemlicher Fail in der letzten Folge mit der Schlacht bei Kumana. Das können wir eigentlich knicken, meiner Meinung nach. Dementsprechend, habe ich ja erwähnt, lassen wir das erstmal bleiben und kümmern uns. Wobei, da fällt mir gerade was ein, wenn die französische Flotte gerade weg ist, ne? Vielleicht können wir dann das hier machen. Wir testen das mal. Wenn das auch nichts ist und wir da wieder auf die Mütze kriegen und da wieder die französische Flotte rumgammelt und die doch nicht weg sein sollte, dann kümmern wir uns definitiv um die Santorio-Quest wieder. Wir schauen mal kurz. Okay, das hat nicht funktioniert. Wir versuchen die... Ja. Schickt sie auf den Grund. Nicht aufgeben, Männer. Lasst sie brennen. Wir versuchen es einfach mal. Nee. Wisst ihr was? Nee. Wir versuchen es gar nicht erst. Das haben wir ja schon ein paar Mal probiert. Das ist Zeitverschwendung. Wir laden wieder. Es tut mir echt leid. Ich wollte es einfach mal gucken, ob die, aber die haben wohl ein paar mehr Schiffchen. Hätten sie die mitgenommen, die Säcke, ne? Dann hätten wir es da nicht so schwer bei der Schlacht von Kumana. Okay, ja. Wie gesagt, wir kümmern uns wieder um Santorio. Das hat alles noch keinen Sinn. Wir brauchen ein stärkeres Schiff. Und wir müssen hier abhauen. Also, ich sag mal, so eine nicht geupgradete Galeone könnten wir unter Umständen schon platten, ne? Das Problem ist, wir haben nichts davon, außer vielleicht ein paar Güter, vielleicht, und ein halb zerstörtes Schiff. Wenn wir das Ding entern und mitnehmen könnten, das wäre natürlich super, weil mit der Galeone könnten wir ein bisschen mehr ausrichten, aber naja. Nichtsdestotrotz, oh shit, und schon wieder, Alter, das darf nicht wahr sein. Warum steht auch der Wind so beschissen, ne? Wie gut, dass da nur eine Kugel getroffen hat. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin leicht, Das ärgert mich hier gerade ein bisschen. Ja, ich kann gar nicht abhauen vernünftig hier. Ich kann nur eigentlich schnell in die Richtung segeln. Und da ist das feindliche Schiff. Also, was tun? Wir müssen an dem Schiff vorbei. Wir versuchen uns mal ein bisschen auszumanövrieren. Noch sind wir nicht tot. Ah, und er hat uns wieder getroffen. Ja, das gibt's nicht. Aber jetzt, egal, jetzt können wir vielleicht abhauen. Schickt sie auf den Grund. Doch, ich habe einfach mal aus Spaß ein bisschen draufgeballert. Eigentlich will ich aber nur abhauen, wirklich. Das gibt's nicht. Wegen so einem sinnlosen Fight hier werden wir wieder... Wird unser Schiff wieder angekratzt. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, ne? Lass die Hölle. Und nur weil der Wind so scheiße steht. Komm schon, lass mich endlich abhauen hier. Okay, weiter geht's. Wir können abhauen. Welcome back to Santorio's Island. So. Wir müssen ihn warnen, ne? Das werden wir natürlich auch direkt tun. Wenn der mal fertig ist mit Laden. So, da sind wir wieder. Ach, guck mal, der geht automatisch da hoch. Ich verstehe. Santorio, die Franzosen sind auf dem Weg hierher. Sie werden angreifen. Außerdem die letzte französische Lieferung an Lebensmitteln. Sie war vergiftet. Das erklärt, warum die Hälfte meiner Männer erkrankt ist. Ich esse nur, was ich persönlich inspiziert und zubereitet habe.
Ihr seid ja auch ein paranoider Bastard. Wie viele der Männer sind noch einsatzbereit? Zu wenige. Verdammtes Franzosenpack. Da sind sie bereits. Na, großartig. Schließlich brauche ich euch lebend. Sagt mir, wo ich am besten helfen kann. Unsere Kanoniere. Sie sind alle krank. Mit den Kanonen dort könnt ihr den größten Schaden anrichten. Okay. Was? Der Auftrag für Luke Morell ist erledigt. Warne Santorio, ja, habe ich doch getan. Hallo. Unsere Festung linker Trakt. Okay. Diese Kanonen, hat er gesagt. Wir gehen nochmal zu ihm hin. Er sagte, diese Kanonen, damit könnt ihr euch am besten... Ja, bla 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 und so weiter. Huch. Schon wieder taucht das Ding auf. So, wir gehen nochmal zu ihm hin. Ich weiß nicht, was das soll. Vielleicht soll ich ihm einfach hinterher rennen. Oh, guck mal. Anscheinend geht's schon tierisch ab hier. Okay, wir sollen dem Typen definitiv hinterher rennen. Denn der wartet auf uns, wenn wir nicht kommen. Sind das hier? Das sind Franzosen. Können wir die plündern? Yeah, Baby, wir können sie plündern. Ein Stärkungstrank. Sehr schön. Okay, jetzt aber weiter geht's. Santorio hinterher. Wir müssen hier irgendwie uns verteidigen. Gegen die Franzosen, mit denen wir eigentlich verbündet sind. Naja, gut, was soll's. So ist das halt im Leben als Pirat. Okay, da geht's ganz schön ab. Da geht's richtig ab. Feuer! Bin auf dem Weg! Okay. Geh in die untere Festung und verteidige sie. Befehlige Santorius Soldaten und halte die Festung. Wir müssen sie. Okay, wie soll ich das tun? Wie soll ich das tun? Bin auf dem Weg! Soll ich da runter? Ich weiß es nicht. Ich kann mit denen nicht reden. Wie kann ich... Wie funktioniert das? Ich blick's noch nicht so ganz. Moment. Das ist die untere Festung, genau. Allerdings, Verdammte Sackratten! Ich kann mit denen nicht quatschen. Wow. Ich will, dass ihr ihnen in den Arsch tretet! Ah. Festhalten! Der Kugel schlägt die Stelle! Kann ich so vielleicht schießen? Ah, so funktioniert das. Ich verstehe, okay. Standhaft, Männer! Okay, ich treffe nicht. Sie haben jetzt, so funktioniert das, okay. Ich will hier nicht sterben! Standhaft, ihr verdammten Feiglinge! Das funktioniert. Ich hoffe, wir kriegen das Ding platt, bevor wir da irgendwie... Bevor wir hier zerlegt werden. Aber das sieht ganz gut aus. Ich glaube, die Galeone haben wir gleich platt. Ja! Wir haben ein Schiff, wir haben ein Schiff. Okay, wir müssen weiter hier rüber. Da hinten war irgendwie noch eine Fregatte, hatte ich gesehen. Komm schon, geh da rüber.
Okay, wir müssen direkt die Baleone hier plätten. Oh, das war zu hoch, das war zu hoch. Wir müssen runterzielen. Okay, die Kanonen machen schon unfassbaren Schaden. Okay, nice. Dann die Fregatte hier. Die ist noch nicht... Jetzt, okay. Dann müssen wir wieder höher schießen. So. Na, die ist noch nicht in der richtigen Position, glaube ich. Oder zielen meine Männer da automatisch? Beziehungsweise Sartorius-Männer. Okay, wir müssen weiter runter zielen. Das hat keinen Wert so. Ja, sehr schön. Das hat funktioniert. Aber auch nur irgendwie ein paar Kugeln. Okay, wir haben ein bisschen getroffen. Komm schon. Okay. Ich glaube, wir haben es gleich. Wenn wir noch ein bisschen treffen. Die ballern aber ein bisschen zu weit nach rechts, deswegen treffen wir so gut wie nichts. Oh, jetzt. Ja. Sehr schön. Ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Komme ich da auch wieder hoch? Nee, aber wir können hier, okay. Wir haben es geschafft. Oder müssen wir da hinten nochmal irgendwie verteidigen? Ich weiß es nicht, wir flitzen mal ganz schnell darüber. Da wartet anscheinend Santorio wieder auf uns. Oh, 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 hier gibt's Ärger. Oh mein Gott. Oh nein, das will ich nicht. So, wir schnappen uns den hier. Alter, das sind so sehr viele Männer hier. Hallo? Warum? Hallo? Warum bin ich da gerade gestorben, verdammt? Ihr wollt mich verscheißern, ne? Ihr wollt mich echt verscheißern. Mann! Das gibt's doch nicht! Warum bin ich gerade gestorben? Wegen einem Hit oder was? Das gibt's doch nicht! Fuck it, echt! Oder weil ich in das Feuer reingelatscht bin. Mein Gott, jetzt darf ich deinen Scheiß nochmal machen hier. Das ist unfassbar. Das gibt es nicht. Das habe ich jetzt... Also ich habe es nicht verstanden. Wahrscheinlich bin ich verreckt wegen dem Feuer. Weil wegen einem Treffer mit dem Messerchen, ne, da kratze ich nicht gleich ab. Tja, das ist bitter. Was soll man dazu sagen? Ich verstehe es nicht. Wir verteidigen nochmal kurz die Insel. Die untere Festung, meine ich. Und danach werden wir das nochmal versuchen. Allerdings versuche ich dann ausnahmsweise nicht mehr da rein zu latschen. So, okay. Das wäre das. Runter geht's. So, komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Das heißt, es geht ein bisschen schneller. So, das wäre das. So, wir warten, bis der Schoner herkommt. Wir haben den nicht wirklich getroffen, ne? Wir müssen noch runterballern. Ja, sehr schön. Hallo, warum trifft er schon wieder nichts? Da kommt noch eine, dammte Sackratten! Sofort, Sir! Ach fuck, wir haben die falschen Kugeln. Mann, ich wollte doch hier rumkugeln. Okay, das war das. Jetzt kommt noch die Fregatte.
Aber wisst ihr was, wir gehen mal ganz kurz hier noch rüber. Oh Mann. Okay, das Teil ist... Oh ne, da hinten ist tatsächlich noch die Galeone. Komm schon. Da müssen wir wieder hochballern. Sie feuern aus allen Rohren! Was sagt ihr? Wir werden getroffen! Wir werden getroffen! Nichts mit mir zu tun! Bewegt eure lahmen Arsche! Leise! Hab ich da ein bisschen tiefer gezielt letztes Mal? Wir gucken mal. Feuer! Wie ihr befehlt! Gnade uns Gott! Oh ja! Oh ja! Das war schon deutlich besser. Die Fregatte müssten wir nach erstmal noch Einschuss für die Galeone. Und die Fregatte kommt immer weiter zu uns, das heißt, die müssten wir von hier aus auch noch klappen können. So, jetzt kommt schon. Ein bisschen tiefer auf die Fregatte. Die ist noch nicht weit genug. Okay, wir ballern von hier wieder. Haltet die Stellung, verdammt! Achtung! Auf geht's, ab geht's! Okay, ein bisschen tiefer. Verdammte Sackratten! Ihr wollt Seemänner sein? Wir werden getroffen! Ich will hier nicht sterben! Verdammt! Das kann doch nicht wahr sein. Ich treff nix. Sie feuern die Seemänner! Bleibt standhaft, Männer! Die Kugel schlägt aus allen Rohren! Männer oder Memmen! Warum treffe ich nichts? Müssen wir doch höher zielen? Mal gucken. Verdammt, ich geh weg! Bleib standhaft, ihr verdammten Feiglinge! Kanonen bereit machen! Sie haben Lasche! Wir werden getroffen! Wir werden getroffen! Ich treffe nichts, verdammt! Bleib standhaft! Ich hab doch vorhin getroffen. Zuerst von Bord geht, kriegt's mit mir zu tun. Warum funktioniert das gerade nicht mehr? Ich will hier nicht sterben. Das war zu tief natürlich, also doch eins höher. Oh man, oh man. Gerade eben hat das doch so schön funktioniert. Macht mich stolz, Männer. Das hat doch getroffen, verdammt. Ich verstehe es gerade nicht. Wir versuchen es nochmal von der Position aus. Aber das ist auch völlig falsch hier eigentlich. Feuer! Wir werden getroffen! Wir werden getroffen! Festhalten! Haltet die Stellung, verdammt! Das kann nicht wahr sein. Ist diese scheiß Fregatte zu weit gesegelt? Standhaft, ihr verdammten Feiglinge! Warum funktioniert das nicht, Leute? Verdammte Sackratten! Ich will hier weg! Jeder mit dem Arsch, der seine Stellung verlässt! Was seid ihr? Wir werden getroffen! Ich hab's doch genau gesehen, dass diese Scheiße getroffen hat. Ich mach ja schon! Gebt ihnen eine Breitseite! Ich hab's genau gesehen, Leute. Verdammt, abgefeuert! Oh, ich hab die Segel getroffen. Warum hab ich die Segel getroffen? Sofort, Sir! Wir werden getroffen! Jetzt, wir treffen wieder. Vielleicht kommt's drauf an, wo ich stehe, ich weiß es nicht. Könnt ihr noch langsamer gehen? Oh, na also, endlich funktioniert das. Verdammt, ich will hier weg. Zwar nur ein bisschen Schaden, aber naja, besser als nichts. Wir werden getroffen. Die wird uns zerreißen. Ich habe hier nicht dumme Sackratten. Bewegt euch nicht von der Stelle. Gnade uns Gott, was seid ihr? Okay, noch ein paar Mal ballern, dann sollte das funktionieren. Haltet die Stellung! Bewegt eure lahmen Arsche! Oh, da kommt noch eine!
wenn wir wieder an Land gehen. Jo, zwei, dreimal noch, dann haben wir's. Und dann werde ich ganz kurz mal zwischenspeichern. Nicht, dass ich da wieder. Ja. Nicht, dass ich wieder ins Feuer. Ins Feuer reingerate. Komm schon, jetzt muss doch aber hier mal finito sein. Vorher hat das doch auch schneller funktioniert. Na okay, ein Schuss noch. Dann haben wir's. Ich mache ja schon. Alright, wir haben's. Ja, vergessen wir nicht zu speichern. Sonst, also das nochmal zu machen, muss nicht unbedingt. Nee, muss nicht unbedingt. Okay, wir schauen mal. Ich zücke schon mal die Pistole. Denn hier geht's jetzt ab. Die Pistole, sage ich schon. Das Schwert. Meinte ich natürlich. Warum? Okay. Okay, dann holen wir uns den mit dem 4-Skill. Das sind wirklich viele, viele, viele Gegner hier. Das ist sehr gefährlich. Ich muss echt aufpassen, dass ich da nicht zu sehr reingerate. Oh nein, shit. Das wollte ich nicht. Okay, den hier mit dem 4-Skill. Zack. Wir haben sie gleich alle. Da kann ich schön looten gleich. Yeah, baby. Und komm schon. Wow, wir haben sie. Okay, Leute, ich muss hier einfach plündern. Hier gibt es so viele Tote. Das kann ich nicht einfach alles liegen lassen. Ey, hör auf. Das sind meine Toten. Ein wenig plündern schadet nie. Denn wir brauchen ja Geld. Okay, die haben nicht wirklich allzu viel bei sich. Aber ich würde natürlich auch nicht in den Krieg ziehen mit 5000 Reales in der Tasche, ne? 5 Reales, die armen Schlucker, ne? Arme Schweine. Der ist schon geplündert. Der auch. Der nicht, das ist einer von uns. Der auch nicht. Ich will nur weg von dem Feuer hier, das ist ein bisschen mehr, ist mir zu heikel. Das hatten wir ja schon mal, ne? Okay, das war's. Wir haben geplündert. Wo ist Santorio? Hier ist er. Wir sind erledigt. Zu schade um die Fracht. Die Franzosen haben immer Gold an Bord. Müsst ihr mich ständig daran erinnern, dass ihr ein Pirat seid? Keine Sorge. Solange ihr mir sagt, was ich wissen will, wird niemand erfahren, dass der eiserne Santorio die Hilfe eines dreckigen Piraten in Anspruch genommen hat. Ich pflege mein Wort zu halten, Captain Raven, egal wem ich es gebe. Es gibt einen Kerl, der sich in einem Piratennest versteckt hält, östlich von Guadeloupe. Soweit ich weiß, nennen sie das Drecksloch Brigand Stan. Der Kerl prahlt damit, früher mit Neville gesegelt zu sein. Er heißt Weedy. Diese Pirateninsel? Warum habt ihr euch den Kerl nicht längst geschnappt, Piratenjäger, der ihr seid? Ich schnappe mir, wen ich will, Raven. Und abgesehen davon passt ihr wesentlich besser dorthin als ich. Viel liefert ihr mir nicht gerade, Santorio. Das soll alles sein? Noch dazu, wo ich euch den Arsch gerettet habe. Ich bin sicher, daran werdet ihr mich noch öfter erinnern. Außerdem, ich habe nie behauptet, dass ich viel weiß.
Falls ihr die Pirateninsel überlebt, könnt ihr mir ja berichten. Womöglich habe ich bis dahin mehr herausgefunden. Wow, wir haben 3000 Reales bekommen. Neue Insel, Redonda zugänglich, Upgrade freigeschaltet, Kanonen. Leute, das hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Und an der Stelle würde ich auch sagen, machen wir direkt mal ein kleines Päuschen. Und wir werden sehen, was wir in der nächsten Folge Schönes treiben werden. Bis dahin, meine Freunde. Tschüss.